Es heißt ja, du bist, was du isst. Also, wenn das wahr ist, müsste ich längst ein Schokokeks sein. Dabei sagt die Art und Weise, wie ein Mensch ist, viel mehr über seine Persönlichkeit aus. Würdest du jeden gerne lesen können wie ein offenes Buch oder eine Speisekarte? Willst du dich selbst besser kennenlernen? Na dann, pass mal schön auf. Nummer 1. Du liebst salziges Essen. Salzliebhaber sind gerne in Bewegung und nutzen jede Gelegenheit, die ihnen das Leben bietet. Sie haben große Träume und warten nicht einfach nur darauf, dass sie wahr werden. Sie sind entspannt und freundlich, können sich aber auch leicht über triviale Dinge wie Staus aufregen. Nummer 2. Du isst eins nach dem anderen. Erbsen aufgegessen? Dann geht es mit dem Kartoffelbrei weiter und zum Schluss kommt das Hühnerbein. Solche Menschen sind sehr detailorientiert. Sie durchdenken gerne alles ganz genau, bevor sie aktiv werden. Sie kennen den Weg zum Erfolg und werden bei der Arbeit für ihre Zuverlässigkeit und Sorgfalt geschätzt. Nummer 3. Du bist wählerisch. Wählerische Esser bitten den Kellner, eine bestimmte Zutat wegzulassen oder dem Gericht hinzuzufügen und haben hunderte Fragen zur Speisekarte. Sie gehen in allen Bereichen des Lebens auf Nummer sicher. Wenn Sie nach einem Job suchen, nehmen Sie nur den, den Sie auch perfekt meistern können werden. Aber Sie lernen auch gerne neue Dinge und sind sich nie zu schade zuzugeben, wenn Sie etwas nicht wissen. Nummer 4. Du isst schnell. Wenn du deine Mahlzeit in 5 Minuten verschlingst, bist du wahrscheinlich gut in Multitasking. Diese Menschen haben hohe Ambitionen und wetteifern gerne. Kein Wunder, dass sie immer beschäftigt sind. Sie sind so sehr damit beschäftigt, Aufgaben auf ihrer To-Do-Liste abzuhaken, dass sie allzu oft vergessen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen oder mit Freunden und Familie Spaß zu haben. Nummer 5. Du isst langsam. Diese Menschen glauben, es gibt keinen Grund zu hetzen. Sie mögen es nicht, wenn jemand anderes ihnen sagen will, was sie tun sollen. Es ist schwer, langsame Esser zu beeinflussen, weil sie immer nur das tun, was ihrer Meinung nach gut für sie ist. Dadurch werden sie oft als egoistisch wahrgenommen. Menschen, die jeden Happen genießen, wissen, wie man jeden Moment lebt und schätzen die einfachen Dinge des Lebens. Nummer 6. Du wählst ein außergewöhnliches Gericht. Wenn du das ungewöhnlichste Gericht auf der Karte bestellst, musst du recht abenteuerlustig sein. Solche Menschen können sich ein Leben ohne das Ausprobieren neuer Dinge und das Verlassen ihrer Komfortzone gar nicht vorstellen. Andere schätzen ihre Gesellschaft und bewundern ihren Mut. Diese Abenteurer überreden manchmal aber auch andere zu Dingen, die man gar nicht will, weil einfach nicht jeder so mutig sein kann. Nummer 7. Du kaust laut. Zugegeben, viele Menschen stoßen sich an dieser Essgewohnheit. Aber so sind laute Esser nun mal. Es interessiert sie nicht, was andere über sie denken. Dank ihrer sorglosen Art sind sie freundlich und extrovertiert. Viele Menschen respektieren sie für ihr Selbstbewusstsein und entspannte Art gegenüber alltäglichen Problemen. Andere wiederum finden ihre offene und geradlinige Art ein wenig anstößig. Nummer 8. Du teilst nicht gern dein Essen. Ein Freund versucht dir unschuldig ein Stückchen von deinem Kuchen zu stibitzen, nur um mit einem verachtenden Blick abgestraft zu werden. Die meisten denken, solche Menschen sind geizig und egoistisch. Doch in Wahrheit schätzen sie einfach nur ihre Unabhängigkeit und Individualität mehr als alles andere. Nummer 9. Du klaust anderen Essen. So, jetzt der umgekehrte Fall. Du findest nichts dabei, dich am Teller eines Freundes zu bedienen, und zwar nicht, weil du unhöflich bist. Diese Menschen sind herzlich und das Essen zu teilen ist für sie ein Zeichen von Vertrauen. Manchmal können Futterdiebe aber auch besitzergreifend und fordernd werden, wenn sie sich holen, was sie wollen. Nummer 10. Du magst es bitter. Eine Tasse starken Kaffee, Zartbitterschokolade, Rettich und alles dazwischen, eine Vorliebe für bittere Lebensmittel, kann ein Zeichen für asoziales Verhalten sein. Solche Menschen können impulsiv reagieren, ohne zu merken, was für Auswirkungen ihre Taten auf andere haben. Sie können auch einen gewissen Kontrollzwang haben, aber vielleicht ist dunkle Schokolade auch einfach nur lecker. Nummer 11. Du bist ein Schleckermaul. Menschen, die gerne süß essen, sind gelassen und gutherzig. Wenn du so einen Freund hast, bist du ein echter Glückspilz. Sie unterstützen dich in jeder noch so komplizierten Situation. Aber vergiss nicht, dass sie auch sehr verletzlich sind.
Ich bin neugierig. Welche Essgewohnheit trifft auf dich zu? Verrate es mir in den Kommentaren. Nummer 12. Du hast bei Eis besondere Vorlieben. Wenn du immer Vanille nimmst, bist du sensibel und ziemlich impulsiv. Du machst Dinge aus einer Laune heraus. Schokoliebhaber neigen hingegen zu Dramatik und nehmen sich alles zu Herzen. Und all jene, die Erdbeereis bevorzugen, sind gerne für sich. Die bunten Farben des Regenbogensorbets stehen im starken Kontrast zur pessimistischen Weltanschauung derer, die diese Sorte bevorzugen. Nummer 13. Du isst viel Obst und Gemüse. Brokkoliesser sind sehr empathisch. Sie brechen bei traurigen Filmen in Tränen aus und schieben ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten anderer beiseite. Gleichzeitig achten sie auf sich und ihre Gesundheit. Daher haben sie häufig weniger schlechte Angewohnheiten. Nummer 14. Du liebst Fleisch. Fleischliebhaber haben möglicherweise Kommunikationsprobleme. Es fällt ihnen schwer, sich zu öffnen. Wenn jemand versucht, sich mit ihnen anzufreunden, können sie defensiv und gleichgültig wirken. Aber das ist nur eine Maske. Verdienst du dir ihr Vertrauen, hast du einen loyalen Freund, der mit dir durch dick und dünn geht. Nummer 15. Du vermischst alles auf deinem Teller. Das ganze Essen auf dem Teller zu vermengen, sagt aus, dass die Person sehr extrovertiert ist und leicht Freunde findet. Bei der Arbeit übernehmen sie mehrere Verantwortlichkeiten. Obwohl sie hart arbeiten, finden sie die Zeit, enge Beziehungen zu ihren Liebsten aufzubauen. Aber der Wunsch, im Leben nichts zu verpassen, kann sie emotional auslaugen. Nummer 16. Du zerschneidest alles, bevor du es isst. Wenn das nach dir klingt, besitzt du zweifellos Organisationstalent. Solche Menschen denken bei allem, was sie tun, 10 Schritte voraus. Im Hinblick auf ihre Karriere arbeiten sie hart für ihre Ziele. Auch in privaten Beziehungen planen sie gerne alles im Voraus. Vergiss nur nicht, den Moment zu genießen, statt den Gedanken permanent in der Zukunft zu sein. Nummer 17. Du magst alles sauer. Diese Lebensmittelvorliebe ist verzwickt, da sie eher den aktuellen Zustand als allgemeine Charaktereigenschaften einer Person beschreibt. Menschen, die gerne Oliven, Zitronen und andere saure Leckereien naschen, sind vielleicht besorgt. Wenn wir gestresst sind, verlieren unsere Geschmacksknospen ihre Sensibilität. Dadurch schmeckt alles weniger sauer und uns verlangt es nach mehr davon. Nummer 18. Du magst es scharf. An dir ist wirklich nichts langweilig. Solche Menschen sind immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping sind genau das Richtige für sie. Für sie gibt es nichts Interessanteres, als sich ihren Ängsten zu stellen. Sie finden Stabilität langweilig und heißen jede Veränderung in ihrem Leben willkommen. Fazit: Am Ende des Tages ist Essen immer besser als gefressen werden. Hey, ich habe nie behauptet, tiefsinnig zu sein. Konnte ich dir heute etwas Neues erzählen? Dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Und hier sind noch mehr interessante Videos, die dir gefallen werden. Suche dir schnell noch eins aus und komm zu uns auf die Sonnenseite des Lebens.